Hier geht es um ideale Operationsverstärker oder kurz werden die Dinge auch OPV abgekürzt oder einfach nur ganz kurz OPs oder OP. So, was ist das zunächst mal? Ein Operationsverstärker ist eine integrierte Schaltung, naja, zur Differenzverstärkung. Ein Beispiel ist der berühmte 741 hier in der Variante von Texas Instruments. Es ist eines der einflussreichsten integrierten Schaltungen des letzten Jahrhunderts. Also das Ding ist schon älter, das ist auch der erste oder einer der ersten integrierten Schaltungen. Der sieht in etwa so aus als Schaltbild. Dazu sage ich gleich aber noch mehr. Worauf es mir jetzt ankam, war, was ist da drin, wie sieht der in etwa aus? Und das hier ist das Schaltbild von so einem Operationsverstärker. Man sieht auf der linken Seite die beiden Eingänge, links unten Offset-Einstellungen und dann kommen eine ganze Menge Transistoren, Verstärkerglieder und so weiter. Und auf der rechten Seite im unteren Teil ist der Ausgang. Was ich damit sagen will, das ist eine integrierte Schaltung mit Größenordnung hier, ich habe das nicht nachgezählt, 10, 20 Transistoren drin, die eine große Verstärkung machen sollen. So, das Schaltbild, hatten wir eben schon gesehen, ist die alte Variante dieses hier, Plus, Minus Eingänge. Manchmal kommt hier noch UB und Minus UB für die Betriebsspannung ein. Und hier haben wir den Eingang mit UD, die Differenzverstärkung. Und hier haben wir UA, alles gemessen, hier jedenfalls zur Masse. Das neue Schaltbild sieht so aus, einfach nur so ein hässliches Kästchen, plus, minus, und dann kommt hier rein für den idealen Verstärker, dass der unendlich verstärkt. Hier haben wir das U aus und hier haben wir wieder die Eingänge UA, UD und hier das UA, gemessen zur Masse. So, ich werde mal, weil es ganz häufig noch verbreitet ist und sich auch schön zeichnet und so weiter, die linke Seite verwenden. Man kann, oft lässt man diese Anschlüsse hier weg, weil die für die Kleinsignalbetrachtung, die wir hier ausschließlich machen werden, keine Rolle spielt oder kaum eine Rolle spielt. Die ist natürlich im Schaltbild wichtig, weil wenn man keine Betriebsspannung anlegt, dann wird das Ding auch nicht funktionieren. So, was macht der nun oder wie könnte man ein Ersatzschaltbild dafür formulieren, damit man rechnen kann? Nun, das wäre, man hätte einfach den Eingang plus, minus, würde hier jetzt UD messen. Das Ding soll offen sein, mindestens sehr, sehr hochohmig und hat am Ausgang hier eine V mal UD spannungsgesteuerte, eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle. Was macht das Ding jetzt ideal? Nun, das ist zum einen hier, der Eingang ist sehr hochohmig. Das ist zum anderen, das sollte die andere Farbe sein, das ist zum anderen V gegen unendlich. Und das ist auch tatsächlich so, diese Verstärkung hier V gegen unendlich, was hier steht, liegt im Bereich von Zehntausenden, Hunderttausenden oder sogar Millionen, mindestens für die Gleichspannung. Das ist aber ein Thema für den realen Operationsverstärker. Wir sind hier bei dem idealen. Naja gut, das Ding hat natürlich eine Begrenzung mindestens. Es wird keine Ausgangsspannung UA größer als UB geben. Was passiert also, wenn wir jetzt an die Eingänge einfach eine Spannung UD anlegen? Hier. Und gucken wir mal, was am Ausgang rauskommt. Das hier ist meinetwegen in Mikrovolt, meinetwegen auch in Millivolt. Darauf kommt es jetzt nicht wirklich an und UA ist in Volt. Nun, wenn die Spannung am Eingang wirklich 0 ist, dann ist ja auch die Ausgangsspannung 0. Das soll er sein, weil das ein linearer Verstärker ist. Praktisch wird es nicht so sein, weil man Offsets hat. Nun, sei es drum. So, und wenn jetzt die Eingangsspannung etwas steigt, dann wird ganz steil auch die Ausgangsspannung ansteigen. Und zwar mit der Steigung V und irgendwann sind wir hier bei UB. Und dann geht es nicht weiter. Und das wird in der anderen Richtung genauso passieren. Da sind wir allerdings bei minus UB. Und an der Stelle hier haben wir V mal UD als Ausgang. Ob man wirklich UB und minus UB erreicht, hängt von der Art des
Operationsverstärkers ab. Bei dem 741 tut man das nicht ganz. Es gibt sogenannte Rail-to-Rail-Operationsverstärker, bei denen man sehr, sehr dicht an die Betriebsspannungen rankommt. Und damit hätten wir auch schon die erste und so, wie wir es jetzt betrieben haben, einzige Möglichkeit, um diesen Verstärker zu betreiben, nämlich als Komparator. Mit U plus und U minus an die differenziellen Eingänge ran. Und hier, ich lasse mal die Masse weg, UA raus. Nun, und was kriegen wir raus? UA ist gleich UB für U plus größer U minus und minus UB für U plus kleiner U minus. Das ist mit etwas Offset gemeint, den kleiner Gleichbereich oder den Bereich U plus gleich U minus werde ich hier nicht betrachten, weil der akademisch ist. Es wird auch nicht ganz stimmen, also es könnte durchaus sein, je nachdem wie Offset-Spannungen in dem Ding drin sind, dass U plus vielleicht ganz, ganz wenig kleiner ist als U minus, aber aufgrund interner Offset-Spannungen noch trotzdem eine positive Spannung dabei rauskommt. Also das gilt jetzt hier, wenn U plus merklich größer als U minus ist und umgekehrt auch. So, das heißt also, der würde einfach nur vergleichen, ist U plus größer als U minus oder nicht und gibt dann im Prinzip plus oder minus raus. Ja, damit hätte sich das Ganze hier schon fast erledigt, was an der großen Verstärkung liegt. Wir könnten aber noch einen Impedanzwandler hier nehmen, auch Folger genannt. Da wäre die Schaltung die folgende. Wir würden ein UE anlegen. Hier mache ich jetzt, ups, falsch. Hier mache ich mir jetzt mal den Massebezug dahin. So, angelegt an den positiven Teil, kriegen eine Ursprungsspannung UA und jetzt würden wir an den negativen Punkt UA zurückkoppeln. Da hätten wir jetzt noch UA. So, was passiert hier? Nun, man macht hier noch eine interessante Beobachtung. Was ich hier haben möchte, und ich gebe das Ergebnis mal vorweg, und dann erkläre ich, warum das so ist, dass UA gleich UE ist. So, ich möchte also tatsächlich ein solches Diagramm hier haben, dem UA und UE ist und ich tatsächlich über einen größeren Bereich, ich nehme jetzt die Ränder mal ganz bewusst raus, UA gleich 1 mal UE, also diese Steigung 1 haben. Warum man das tut, sage ich dann gleich noch. Das ist das Ergebnis, das ich haben möchte. Wenn ich aber haben möchte, dass UA endlich bleibt, was hier ja der Fall ist, ist nicht so wie bei dem Komparator, wo es dann gleich an die Poller oben und unten schlägt, dann muss daraus ja folgen, dass UD, was ich hier nochmal einzeichne, sehr, sehr dicht bei 0 ist. Ungefähr 0. So, warum muss das ungefähr 0 sein? Weil ja eigentlich UA gleich V mal UD ist. Und wenn UD eben irgendetwas ist, was größer als 0 ist, dann wird UA gleich sehr, sehr groß werden, weil V ja so groß ist. So, also muss ich automatisch folgern aus der Endlichkeit von UA, dass UD gleich 0 ist. So, das heißt also im Prinzip, dass diese beiden Punkte hier irgendwie miteinander verbunden sein müssen, zumindest auf gleichem Potenzial liegen müssen. Nicht miteinander verbunden, aber auf gleichem Potenzial liegen müssen. So, und wenn die das tun, ja, dann habe ich natürlich genau an dieser Stelle, wenn ich das hier verbunden habe, dass UA, was ja über diese Leitung hier da an den Minus-Dings rangelegt wird, gleich UE sein muss. Ich habe hier also eine Rückkopplung geschaffen, die dazu führt, Rückkopplung UD ungefähr 0 und daraus folgt UA gleich UE. Ich habe noch eins, nämlich, wenn ich mir jetzt hier mal angucke, wie groß ist denn der Strom hier? Ah, der Strom ist rot. IE. Der muss ja aufgrund der hohen Impedanz am Eingang des Operationsverstärkers ungefähr 0 sein. Und das ist eben genau der Punkt hier mit der Verbindung, die ich da zwischen Plus und Minus gezeichnet habe. Das ist keine echte Verbindung, nur die beiden Punkte liegen aufgrund der Rückkopplung, eigentlich aufgrund dieses Argumentes hier, liegen die auf gleichem Potenzial. Trotzdem fließt dazwischen kein Strom. Also IE ist ungefähr 0. Das heißt also, wir haben hier eine hohe Eingangsimpedanz, das ist die linke Seite, aber weil wir, wenn wir nochmal in das Ersatzstellbild hier reingehen, hier oben, weil wir da keinen
Widerstand in Serie zu der gesteuerten Spannungsquelle haben, haben wir eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz. So, und damit haben wir einen Impedanzwandler-Anwendung, eben da, wo man Spannungen, Signale von einer sehr hochohmigen Quelle abnehmen möchte, verstärken möchte oder hier gar nicht mal verstärken möchte, sondern einfach nur weiteren Schaltkreisen zufügen möchte und daraus mehr, sagen wir mal, mehr Wumm generieren möchte. Gut, das wäre die eine auch wirklich sehr, sehr einfache Anwendung von diesem Verstärker, von diesem Operationsverstärker. Selbstverständlich haben wir noch andere Sachen, die vielleicht noch leichter, noch besser verwendbar sind. Wir könnten auch die Rückkopplung etwas komplizierter machen. Und jetzt mache ich hier zu dem Zweck mal den invertierenden Verstärker. So, da gebe ich die Eingangsspannung an den Minuspunkt. Den mache ich jetzt mal nach oben, weil man das lieber so zeichnet. Füge hier einen Widerstand R1 ein. Und verbinde über einen Widerstand R2 diesen Minuspunkt mit dem Ausgang. Und lege den Pluspunkt auf Masse. So, was für Verhältnisse haben wir jetzt hier? Wir haben im Prinzip hier den Fall, dass der Strom I1 hier auch der Strom sein muss, der hier als I2 fließt. Das lösen wir gleich noch wieder auf. Hier haben wir den Strom von ungefähr 0, aber gleichzeitig haben wir, dass dieser Punkt hier auch auf Masse liegen muss, obwohl kein Strom in ihn reinfließt. Das ist immer ganz wichtig, diesen Widerspruch zu beachten, nicht, dass der Punkt liegt auf Masse, weil das hier auf Masse liegt, aber trotzdem ist der Strom, der da reingeht, 0. So, also haben wir die Verhältnisse, dass wir sagen können, okay, wir haben I1 gleich UE durch R1, das folgt einfach aus dem linken. Und wenn wir jetzt noch den rechten Widerstand betrachten, dann haben wir hier I2 gleich UA durch R2. Das ist einfach der Widerstand R2, der eben auch Richtung Masse geht, auf Masse gelegt wird. Und wir haben gleichzeitig noch, dass diese beiden Dinger gegengleich sein müssen, weil die ja in einem Knoten zusammenkommen und jetzt gegeneinander gerichtet sind. Naja, und dann können wir sofort ausrechnen, dass hier ja UE zu R1 gleich minus UA zu R2 ist oder als Ergebnis UA zu UE gleich minus R2 zu R1. So, was ist spannend daran? Hier taucht der Operationsverstärker eigentlich gar nicht mehr auf. Wir müssen nur fordern, dass die Verstärkung hoch genug ist. Ich hatte ja schon gesagt, 10.000, 100.000 Millionen, was auch immer. Dann können wir nämlich, und der Eingangs, die Eingangsimpedanz hoch ist, dann können wir nämlich von dem ausgehen, was wir hier vorausgesetzt haben. Und dann gelten diese Gleichungen so einfach. Und dann haben wir die Situation, dass wir nur über die Widerstände, die außen anliegen, über rein resistive, gut kontrollierbare Bauteile, wir komplett die Verstärkung dieser Schaltung einstellen können. So, viel mehr ist da nicht passiert, viel mehr ist auch nicht zu sagen. Das Einzige, worauf man hier vielleicht noch achten muss, ist, dass das ganze Ding hier invertiert. Wir sind ja auch hier an den Minuspunkt gegangen, da an der Stelle. So, und man hat jetzt hier eben eine Phasendrehung von 180 Grad zwischen dem Eingang und dem Ausgang. Zusätzlich hat man noch, das kann man natürlich auch ausrechnen, einen Eingangswiderstand der Schaltung von UE durch I1 gleich R1. Das mag nicht stören, das mag sogar positiv sein, also allzu hohe Eingangsimpedanzen sind auch nicht immer gut. Aber also wir können über das R1 eben einstellen, wie groß der Eingangswiderstand ist. Er ist jedenfalls nicht sehr, sehr hochohmig. Wenn man davon ausgeht, dass die Eingangsimpedanz des Operationsverstärkers eigentlich im Megaohm-Bereich liegen wird, dann werden die R1, R2 irgendwo in dem Kilo-Ohm, vielleicht 10 Kilo-Ohm-Bereich liegen, vielleicht nur 100 Ohm-Bereich. Und damit ist das zumindest deutlich niederohmiger als die Eingangsimpedanz des Operationsverstärkers wäre. Andere Variante, der nicht invertierende Verstärker. So, Schaltung ist jene, ich habe wieder Plus oben, Minus unten,
an Plus, ich will ja nicht invertieren, lege ich bezogen auf Masse meine Eingangsspannung. Und dann habe ich hier so einen Spannungsteiler. R1, R2, 2 und hier ist UA. So, da brauche ich auch nicht wieder nicht viel zu rechnen. Ich habe diese beiden Punkte hier auf gleichem Potenzial. Ich habe hier IE ungefähr 0. Entscheidend ist das Blaue, dass die beiden auf gleichem Potenzial sind. Das heißt also, ich kann jetzt hier erstmal gucken, wie groß ist denn der Spannungsabfall hier überhaupt, den ich an der Stelle habe. Nun, ich weiß, dass das hier insgesamt UA ist natürlich. Und dann habe ich hier einen Spannungsabfall von UA mal R1 durch R1 plus R2. Naja, und das muss jetzt UE sein. Das kann ich also gleich ansetzen und dann auflösen. R1 durch R1 plus R2. Und dann habe ich UA durch UE gleich R1 plus R2 durch R1 oder R2 durch R1 plus 1. Genau. Und das ist die Verstärkung für den nicht invertierenden Verstärker. Eingangsimpedanz auch schnell gesagt, geht Richtung unendlich, beziehungsweise ist die Eingangsimpedanz gleich RE des OPV, also des reinen Operationsverstärkers. Hier habe ich also etwas sehr Hochohmiges am Eingang. So, weiter geht es vielleicht noch mit einer etwas spezielleren Schaltung, nämlich dem Integrierer, wenn das auch noch mal gesehen hat. Da wird man die invertierenden Verstärker nehmen und die Rückkopplung über einen Kondensator machen. So, UE. Wir haben wieder hier zwei Gleichungen, können wir hier hinschreiben. Wir haben hier das I1. Naja, und hier schreibe ich mal nur das Q dran, also die Ladung dran, die an das Ding. Wir können hier wieder sagen, I1 ist gleich UE durch R1. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir bei dem Kondensator nicht sagen können, welcher Strom da jetzt so da durchgeht, sondern wir können aber sagen, welche Ladung da drauf ist, nämlich Q ist gleich UA mal C. So, nach wie vor haben wir hier eine Stromstärke von ungefähr 0, wir haben die Verbindung zur Masse, bla 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 und so weiter, das was wir vorher hatten. Was wir jetzt also sagen können, ist, dass das Integral von I1 dt gleich Q ist, gleich UA mal C, und ich setze die Kette gleich fort. Also das Integral, ich mache es mal bestimmt von 0 bis zum Zeitpunkt t, der irgendwo liegt, UE durch R1 dt. Ja. Und dann können wir das auflösen, dass UA gleich 1 durch R1 mal C, Integral von 0 bis T, UE dt, also ein Integrierer. Naja, und dann probieren wir gleich nochmal den Differenzierer aus. Was müsste man dafür tun? Naja, wir nehmen mal das Gleiche, was wir vorher gemacht haben. Würden also jetzt, ups, das ist kein schönes Dreieck geworden, den Kondensator hier hinpacken. Ich nenne den mal wieder R2, damit das mit dem anderen übereinstimmt. UE, UA. So. 2 und hier haben wir wieder das Q. So, das für das Q gilt hier, Q ist gleich C mal UE. Hier gilt I2 ist gleich UA durch R2. Und es gilt natürlich, dass wir hier dq nach dt gleich c mal due nach dt haben. Und das ist gleich minus ua
durch R2. Naja, und dann können wir natürlich aufschreiben und auflösen, dass UA gleich minus R2C mal DUE nach DT. Ich glaube, ich muss noch eine Korrektur nachschieben für den Integrierer. An dieser Stelle muss natürlich ein Minuszeichen eingefügt werden. An der Stelle hier, sodass sich hier das Minuszeichen fortsetzt. So, damit haben wir jetzt wichtige Grundschaltungen der Operationsverstärker besprochen, auch kurz besprochen, was der Operationsverstärker eigentlich ist. Schauen wir uns kurz noch Simulationen dazu an. Hier liegt nun der invertierende Verstärker vor. Wir sehen ganz klar hier den Anschluss an den Minuspunkt, die beiden Widerstände. Und aus dem Widerstandsverhältnis lässt sich sofort errechnen, dass wir es hier mit einer Verstärkung von 3 zu tun haben, was man leicht an den 15 hier und den 5 da erkennt. Zudem, es ist ein invertierender Verstärker. Es gibt eine Phasenverschiebung hier, was man sicherlich ganz gut sehen kann, wenn man die beiden Ergebnisse zusammenstapelt. Sehen ganz klar die 180 Grad Phasendrehung zwischen Eingang hier und Ausgang hier. Übrigens hier zwischen wird man nichts messen, auch in einer echt real existierenden Schaltung. Wer also meint, er kann direkt am Eingang eines rückgekoppelten Operationsverstärkers irgendwelche Eingangsspannungen messen, der geht fehl. Erhöhen wir einfach mal die Verstärkung hier, beispielsweise auf den Faktor 4. Dann sehen wir schon, dass wir hier es mit einem Clipping zu tun haben. Das ist nämlich ein Operationsverstärker mit maximal 15 Volt. Geben wir ihm einfach mal 30 vor, damit wir hier mehr Spielraum haben. Wir hätten natürlich auch jetzt einfach die Eingangsspannung senken können. So, und dann sehen wir, das funktioniert. Die Skalierung hat sich hier geändert. Können diesen Widerstand hier auch ändern auf meinetwegen 2 Kiloohm und würden sofort sehen, dass die Verstärkung sich hier ändert. Kleiner wird natürlich auf den Faktor 2. Hiermit können wir jetzt machen, was wir wollen. Wir könnten hier jetzt auch vielleicht 20k nehmen, aber jetzt macht es keinen Sinn mehr. Jetzt muss ich tatsächlich hier mal die Maximalspannung senken auf meinetwegen 0,1 Volt. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich mal warten. Ja, man wird hier jetzt nicht sehen, bis sich hier eine neue Skalierung ergibt, weil wir die Spannung zu weit runtergedreht haben. Gut, das warten wir nicht ab, sondern wenden uns dem nicht invertierenden Verstärker zu. Das alles ist übrigens hier von Paul Falstad programmiert worden und zur Verfügung gestellt worden. Es ist gehostet jetzt auf meiner Homepage. Das findet man hier oben, die URL. Das Original finden Sie hier. So, hier jetzt der nicht invertierende Verstärker. Wenn wir die beiden wieder stapeln, sehen wir, dass Eingang und Ausgang in Phase sind. Eingang hier, Ausgang hier. Wir sehen, dass wir hier eine Verstärkung von 3 wieder haben und ahnen es zumindest. Wir könnten jetzt einfach mal mit dem Cursor hier messen. Hier haben wir 5 an der Spitze, hier haben wir nahezu 15, da haben wir 15 in der Spitze. Und das liegt eben einfach daran, dass der nicht invertierende Verstärker natürlich als Verstärkung 1 plus das Widerstandsverhältnis hat. So, auch hier können wir was dran ändern, können hier den Widerstand hochsetzen auf beispielsweise 4 und werden sofort ins Clipping laufen. Ich mache einfach hier mal die Spannung etwas niedriger, vielleicht auf 1 Volt. So, und dann gönnen wir uns hier schon einmal hier die Messung der Spitze 1 Volt, hier die Messung der Spitze 4 Volt, 5 Volt, da 5 Volt, nicht das Verhältnis der Widerstände, plus 1. Gut, was haben wir noch? Wir haben den Integrierer hier mit so einer Stufenfunktion dargestellt und wir sehen hier das Integral der einzelnen Stufen hier hochgehend mit den unterschiedlichen Steigungen, je nachdem welche Wert wir an der Stelle haben. Ich lade hier dazu ein, das doch einfach auch selber auszuprobieren und möchte gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Der Differenzierer hier, wo man ganz klar sieht, dass genau da, wo hier die Sprünge sind, die Knicke sind, hier die Sprünge sind in der Ableitung und vielleicht noch der Impedanzwandler oder Folger mit der direkten Rückkopplung hier an den negativen Eingang und dann eben, naja, man könnte hier einfach mal den Strom messen, das ist vielleicht das Interessanteste. Da haben wir nichts.
Hier aber liegt ein Stromfluss vor. Das heißt also, diese Quelle hier, die ist natürlich jetzt niederohmig, extrem niederohmig. Da könnten wir jetzt noch einen Widerstand reinpacken. Sei es drum, diese Quelle wird nicht belastet, während hier natürlich ein merklicher Stromfluss generiert werden kann, da die Spannungsquelle, die gesteuerte, die hier am Ausgang dieses Operationsverstärkers im Modell mindestens liegt, auch sehr niederohmig ist.